Hallo meine lieben Prinzessin Verrückten, ich bin's wieder, eure Grazie, und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse wegen dem April-Scherz, den ich am Mittwoch gepostet habe. Ich mache natürlich weiterhin YouTube-Videos, wie ihr gerade seht. Es ist nur ein bisschen verspätet, es liegt einfach daran, weil jetzt so schöne Osterfeiertage waren und ich den lieber mit meiner Familie verbringen wollte als mit YouTube-Videos. Heute geht's darum, was wir an Männern unsexy finden, und Henning weiß nämlich nicht, was ich mir alles aufgeschrieben habe. Und egal, wir legen einfach los, würde ich sagen, oder? Ja, los geht's. Ich bin ein bisschen beschnupft. Los geht's. Wir Frauen finden es mega unsexy an einem Mann, wenn der Mann zu lange im Bad braucht. Man, es gibt Männer, die brauchen länger als wir Frauen im Bad, und das ist einfach irgendwo ekelhaft. Bitte? Ja, auch du brauchst manchmal übelst lange, und ich frage mich echt, warum? Ja, wir haben Körperbehaarung, die abnutzt für euch. Schminkt ihr euch? Schminkt ihr euch? Aber das dauert. Jedes einzelne Herrchen. Es gibt Männer, die sich schminken, wollte ich mal so sagen, die ihre Augenbrauen zupfen, sowieso No-Go. Also ich finde es eklig, wenn sich der Mann die Augenbrauen zupft. Okay, es sei denn, er hat hier so einen geradlinigen Busch. Aber ich, ansonsten... Ist wirklich so, ja. Ich habe wirklich so einen Busch. Hast du gar nicht? Ich habe so einen Busch. Was machst du, abrasieren? Ha? Nee. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Lass es einfach. Ich finde es okay. Okay. Männer sind Männer. Wir reden wirklich von Männern, nicht von Jungs. Männern, die noch bei Mutti wohnen. Ach so. Mega unsexy, tut mir leid. Wenn ich könnte, ich würde es wieder machen. Ja, ist so typisch. Du hast alles. Aber einfach nicht schön. Du brauchst nichts machen. Du hast alles, weil ja, du willst. Ja, genau, das ist es nämlich. Ja. Und dann sollst du einmal deine Wäsche waschen, das kriegst du auch nicht hin. Nee. Weil du noch bei Mutti wohnst und die alles für dich macht. Ja. Kochen und so, putzen. Ja, ich wohne ja nicht bei Mutti. Nee, wohnst ja bei mir, aber ist ja genau das Gleiche für dich, ne? Hm. Ich glaube, das finden auch Männer sehr, sehr unsexy bei einer Frau. Mundgeruch. Es tut mir leid. Aber ich weiß auch nicht, wieso bei manchen Serien oder Filmen, die stehen früh auf und machen... Das ist übelst eklig, oder? Kennt ihr das? Ja. Jeder normale Mensch hat frühes Mundgulli. Und die machen es mal. Hi. Ich kann das nicht. Oder so, kennt ihr diesen Geruch, wenn der Mann meistens von der Party gekommen ist und er riecht einfach nach kaltem Rauch und Alkohol? Nee. Und Schweiß? Das ist eigentlich so. Ist, schwitze ich, trinke den Alkohol. Doch, dann kommst du auch immer. Hi, Schatz. Und wenn du meinst. Ja. Ungepflegte Hände sind sehr unsexy, finde ich. Kennt ihr diese ganz trockenen, rauen Hände, so diese Arbeiterhände, diese schmutzigen Fingernägel und so? Habe ich nicht. Naja, geht noch, so richtig gepflegt ist es auch nicht, weil das abknabbert. Aber es geht noch. Das ist auch eklig, Fingernägel knabbern. Alter, schreibt es mal in die Kommentare, ich will jetzt wissen, wie viele Männer das von euch machen. Das ist, oh! Okay. Das, nee, das macht man einfach nicht. Doch. Nee, ihr kommt mit euren Ekelfingern und macht dann... Das ist wohl eklig. Oder... Das ist eklig. Männer reden sehr gerne übers Fotzen und dass sie jetzt gleich kacken gehen. Stimmt überhaupt nicht. Du freust dich auch, wenn du den übelsten Brüller rauslässt. Das ist übelst, tut mir leid, da denke ich nicht mehr an Sex. Das ist einfach für mich eklig. Kann ich gleich schönes Rotz auszuladen. Auch eklig, auch mega unsexy. Ja, nein, Männer, die fühlen sich so cool, wenn die den lautesten Forts von allen rauslassen. Ja. Und wir Frauen denken so, okay, mindestens eine Woche läuft erstmal nichts mehr im Bett. Das ist eklig. Das ist so Männer. Das müsst ihr, ja, das müsst ihr abstellen. Das machen die Frauen doch aber auch nicht. Ja. Denn wir Frauen würden rumforzen und sagen, ich gehe jetzt mal kacken. Ja, okay, ich mach das, aber aber ich tue nicht rumforzen. Ja. Und wenn wir Frauen forzen, sind die ganz leise. Mhm. Die solche Männer, ich weiß nicht, da war glaube ich mehr früher in, aber die so Modellautos sammeln und Modelleisenbahnen bauen. So Nerds. Ja, aber so Nerds. Oder Pokémon-Karten. Das ist doch nicht Briefmarken sammeln. Das ist doch. Ist das sexy? Also, ich mache ja sowas nicht. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ich habe gerade so eine trockene Fresse. So. Und die meisten Typen, die sowas sammeln, haben auch eine Hose bis zum Bauchnabel. Kennt ihr die? Und einen Gürtel drum. Und das ist hier so schön reingesteckt. Ey, komm, das haben die Frauen mittlerweile auch. Und das ist sehr modern bei den Frauen. Aber nicht bei Männern. Bei Männern kannst du direkt unten alles sehen, wo es liegt. Und meistens liegen sie rechts. Bei den Frauen kannst du auch alles sehen, wo es liegt mittlerweile. Komm. Wenn man es falsch umso älter, umso mehr. Voll eklig. Ey, manchmal, tut mir leid, aber ist so. Gibt es diese Frauen, die so hochziehen, dass so genau... Oh nee, komm, ich wollte nicht mehr reden. Da siehst du alles. Du kannst ja einfach, du bist ja gezwungen, dahin zu gucken. Unsex in einer Beziehung ist auch Eifersucht. Also so ein bisschen ist ja okay. Also ich finde das ganz süß, wenn du sagst... Hast du den jetzt gerade angeguckt? Mach ich das? Weiß ich jetzt nicht. Er hat dich angeguckt. Ist ganz niedlich, aber wenn er so richtig ausflippen würde oder... Du liegst mit nicht mehr. Du hast ihn angeguckt. Hinterher ist der
Argwohn war eindeutig, du willst was von dem und ja. Dann entsteht eine ewig lange Diskussion und denkst immer so, was? Du bist ganz locker. Ganz locker. Das meinte sie übrigens mit diesem nah rankommen und reden. Ja. Du bist ganz locker. Schweißgeruch. Ich weiß nicht, viele Frauen stehen auf so auf Männerschweiß. Ist das Geld, habe ich schon echt oft gehört, ne? Ich finde es eklig. Tut mir leid, wenn mein Freund da übelst streng riecht und macht. Mach ich. Ich finde, ich rieche nie streng. Lassen wir so stehen. ich traue mir das jetzt gar nicht wirklich zu sagen, aber ich finde ein Penis sehr unsexy. Einmal diese Eier wieder, dieses Stückchen Haut, da einfach was runterhängt und dieser Penis an sich, diese Fleischwurst. Fleischpeitsche? Ich finde es. Ich habe eine Fleischpeitsche. Ich tut mir leid, ich finde die nicht hübsch. Nee? Nee. Ich finde ihn sehr, sehr hübsch. Also mein Schniedelwurz ist wirklich sehr hübsch. Jetzt mal ehrlich, finden Männer ihre Penisse hübsch? Schreibt es mal bitte Mädels, die Männer sollten was anderes in die Kommentare schreiben, aber jetzt Mädels, jetzt schreibt ihr bitte unter die Kommentare. Findet ihr Penisse hübsch? Seid jetzt bitte ganz ehrlich. Männer haben ja so Penis ist nicht hübsch. Männer haben ja so und so immer Komplexe, wenn es um ihren Penis geht. Ja, kleine Penisse sind ganz niedlich, aber große Penisse sind schon so, können sich vielleicht gut anfühlen, aber obwohl es dann auch mehr wehtut als alles andere, aber hübsch sind die trotzdem nicht. Stell dir vor, du lernst einen Mann kennen und an ihm ist alles perfekt. Wirklich, er ist so toll, er ist so hübsch, er bringt die zum Lachen, er ist total... Okay, und dann gehst du mit ihm ins Bett und er ist voll die Niete. Nee. Da ist doch das Ding einfach schon gelaufen, oder? Da hast du gar keinen Bock mehr auf den. Dann ist scheißegal, wie der aussieht, aber du hast einfach keinen Bock mehr auf den. Ist unsexy. Schlecht im Bett zu sein, ist unsexy. Der letzte Punkt, zu betrunkene Männer. Trinkt ihr keinen Alkohol? Was? Oh, ich kann mich an eine Situation erinnern, wir waren im Kino. Und er hat so viel getrunken. Komm. Nein, ich muss es jetzt erzählen. Er hat so viel getrunken, er hat sich benommen wie ein Assi. Er hat sich benommen, er hat das nicht eingesehen. Und ich wurde schon richtig bockig, weil es mich so genervt hat. Mir war es richtig peinlich. Er war der Lauteste im Kino. So kennt ihr diese Leute, die, wenn ihr einen Film gucken wollt, und einer brüllt da rum und denkt, er ist total lustig? Ist er aber nicht. Boah, du hast einfach viel zu viel gesoffen gehabt an dem Abend. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm und unsexy. Ich muss mal aus mich rauskommen. Ja? So, meine Lieben, das waren auf jeden Fall die Punkte, die ich aufgeschrieben habe, die ich persönlich und auch bestimmt die meisten Frauen an Männern unsexy finden. Mhm. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich bin richtig gespannt. Und wie gesagt, Frauen, schreibt bitte rein, ob ihr einen Penis hübsch findet. Ah! Bis dann, okay. Bitte. Okay, na gut, macht's, tschüss.